Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Seelenkissen mit Daniela Hahn. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein neues Orakel der Sinne, Liebe, Lust und Leidenschaften. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte das Orakel, als ich es vor 6 Wochen oder wann es war, für euch aufgenommen hatte zum ersten Mal, waren ja das immer 4 Reihen und man konnte für sich und das Gegenüber zu den einzelnen Thematiken wählen. Manche haben das als sehr anstrengend empfunden, dass man dann für sich und den Partner wieder wählen muss, also für dein Gegenüber oder wenn du Single bist, nur für dich. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen 3 Stapel und man wählt intuitiv einen der 3 Steine und schaut, welche Botschaft sich dahinter verbirgt für die Beziehung oder auch für das innere Gefühls- und Liebesleben. Es geht ja um die Sinne, ne? Wie das Orakel schon sagt. Das bedeutet, du fühlst jetzt einfach mal in dich rein, fühle ich mich mehr zum 1., 2. oder 3. Stapel hingezogen. Wie immer kann es natürlich sein, dass das Orakel zutrifft und passt, auch wenn ich jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten hatte, weil das Orakel ist einfach sehr, sehr speziell, weil unter dem Thema Romantik stellen sich so viele unterschiedliche Dinge vor. Oder auch unter den erotischen Fantasien gibt es mannigfaltige Fantasien. Aber wir gucken mal, wie das Orakel ankommt, ob ihr dafür für euch was rausziehen könnt. Und da würde ich mich sehr über Feedback von euch freuen. Ja, halt am besten das Video mal kurz an. Spür in dich rein, welcher Stapel für dich der richtige ist. Ich kann auch mal eine Klangschale anspielen. Vielleicht unterstützt dich das dabei noch etwas. So, ich hoffe, du konntest wählen. Und bevor wir beginnen, stelle ich euch ganz kurz die verwendeten Karten vor. Und zwar sind das alle aus dem Los Garabeo Verlag erschienene Kartendecks. Manche davon habe ich echt schon viele Jahre, weil ich Karten auch sammle. Und da darf natürlich so romantische Decks auch nicht fehlen. Also ist dabei einmal das Romantik-Tarot. Dann haben wir dabei das Casanova-Tarot. Das Tarot of the Sexual Magic. Und das Wicca-Tarot. Und wir beginnen mit dem Bergkristall, wenn du dich hier für das erste Orakel entschieden hast. Und wir gucken da mal rein. Und die erste Kategorie ist, wie steht es um die Romantik in der Liebe oder in der Beziehung? Und da hast du bekommen die 4 der Kelche. Die Kelche zeigt, dass man sehr, sehr romantisch ist. Ich möchte dazu sagen, die Karten werden anders gedeutet als im Traditionellen. Also wir gehen hier auch mehr nach den Bildern. Es ist mehr intuitiv, weil die sich völlig unterscheiden von dem Herkömmlichen. Ja, und also mit den Kelchen geht es schon mal darum, man ist sehr romantisch, mir ist sehr gefühlvoll, man mag auch romantisch umworben werden. Und es kann auch sein, dass dein Gegenüber dich sehr romantisch umworben hat oder du sehr romantisch umwirbst. Und man auch hier sehr, sehr viel Nähe und Bestätigung benötigt. Ja? Was natürlich sein kann hier, dass hier einer immer sich etwas mehr anstrengt als der andere. Ne? Der andere vielleicht hier mehr empfangend ist und man sich vielleicht selber dann auch mal wünscht, dass hier etwas mehr gegeben wird oder mehr gezeigt wird. Ne? Dass einfach mal der andere sich vielleicht auch so ein bisschen mehr ins Zeug legt. Aber vom Grundgedanken ist man hier sehr romantisch und wünscht sich auch romantische Gesten. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wie stellt man sich eine Beziehung vor? Und hier ist die Vorstellung der Beziehung ist mit der 3 der Kelche, also wirklich, dass man was unternimmt, dass man sich nicht nur isoliert, sondern dass man gemeinsam rausgeht, Dinge unternimmt, dass man gemeinsam Spaß hat, vielleicht auch auf Partys oder Festivitäten geht
und dass man einfach genießt. Ne? Es kann natürlich sein, dass in Verbindung, wenn hier ein Ungleichgewicht herrscht, dass vielleicht der eine mehr raus möchte, sich mehr zeigen möchte, mehr auf den Putz hauen möchte als der andere. Ne? Vielleicht mag der andere es einfach ein bisschen ruhiger, gemütlicher oder hat da nicht so Lust drauf, weil hier ist ein Ungleichgewicht drin. Aber generell ist das natürlich zu befürworten, dass man gemeinschaftlich Dinge unternimmt. Vielleicht will auch der eine gern seinen Freiraum haben oder mehr für sich unternehmen. Aber hier geht es um das Gemeinschaftliche in den Unternehmungen. So stellt man sich eine Beziehung vor. Ne? Andere sind vielleicht lieber Stubensitzer und wollen das nicht so. Aber hier wird schon gemocht, wenn man was gemeinschaftlich auch unternimmt und sich beide hier in die Beziehung auch einbringen, was jetzt so die gemeinsamen Aufmerksamkeiten und Gesten betrifft. Ja, schauen wir, welche Schatten sind hier vorherrschend. Und hier haben wir die 6 der Stäbe. Und hier fühlt sich einer vom anderen irgendwie so ein bisschen eingesperrt. Wir haben hier den Käfig drauf und die eine Person hält diesen Käfig so ein bisschen in der Hand. Das heißt, eine Person möchte mehr seine Freiheit genießen als die andere Person. Vielleicht, wenn wir das jetzt in Verbindung angucken, will eine Person vielleicht viel mehr freiheitlich unternehmen, rausgehen, vielleicht auch alleine und die andere will so nicht mit und versucht dann irgendwie die andere Person zurückzuhalten und die empfindet es dann wie, ich werde eingesperrt oder mir wird meine Freiheit genommen. Ne? Und dann fällt das natürlich wieder auf die Romantik innerhalb der Beziehung zurück, dass man hier das Gefühl hat, liebt mich die Person überhaupt genug? Will mich die Person überhaupt genug? Ist die überhaupt wirklich an mir interessiert? Oder will die Person nur ihren Spaß mit mir haben? Ne? Also dieses Gefühl kann innerhalb dieser Konstellation oder dieser Gemeinschaft dann aufkommen. Das sind die Schatten. Ja. Gibt es Fantasien innerhalb dieser Verbindung, ne? Oder gibt es Fantasien, wo in dir oder in deinem Gegenüber sind oder irgendetwas, was man gern ausprobieren möchte? Und da haben wir die 6 der Münzen. Und das ist, ich zeige dir die Karte gleich, ich musste gerade mal einen Moment betrachten, weil die ist sehr, sehr interessant. Also das ist für mich so auch manchmal die Karte, hallo, will hier jemand an fremden Früchten naschen? Weil wir haben hier eine Person, die schaut hier in den Wohnzimmer rein. Hier ist jemand schon, sage ich mal, so ein bisschen freiherzig. Und hier ist der Apfel, der angebissen wurde. Ne? Es wirkt jetzt nicht unbedingt so verführerisch, die Position, wo sie hat. Aber diese Früchte, die so dargeboten werden, das heißt, dass es schon so die Fantasie geben kann, bei einer Person zumindest, dass man hier vielleicht auch mal gerne bei anderen Früchten naschen möchte. Und das kann passieren, wenn die Person das Gefühl hat, hier will mich jemand mit Haut und Haaren, aber ich bin noch lange nicht bereit. Ne? Das kannst jetzt du sein oder dein Gegenüber sein. Das weißt du selbst am besten, wo hier das Gefühl aufkommt. Vielleicht ist es auch in deiner Fantasie, dass du das Gefühl hast, mein Gegenüber steht nicht voll zu mir. Ne? Hier wird irgendwie noch nach etwas Süßerem, nach süßeren Früchten gesucht, die dann für die Person wiederum verlockend sind. Und gerade wenn dein Gegenüber öfters das Thema hat, alleine auszugehen oder was ohne dich zu unternehmen oder mehr Spaß meint haben zu müssen, dann ist natürlich dieser Gedanke sehr, sehr stark in einem. Und jetzt gucken wir, wie geht es weiter oder was wird passieren hier bei diesem Thema. Und hier sehen wir jetzt die ganz, ganz üppige Person. Also das bedeutet, dass das, was du zu bieten hast, sehr, sehr viel ist, sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr üppig ist. Ne? Also, und da würde ich sagen, dass wenn es hier ein Gegenüber gibt, dann wird die Person sich nicht so einfach von deinem Reizen befreien können. Du musst aber wirklich aufpassen und hinschauen, ob die Person nicht hier nur wirklich nur ihr Vergnügen abholt.
holen möchte. Und da mach dir bewusst, dass du sehr, sehr stark bist und dass man auch sagen muss, deine Reize sind nicht zu verachten und das sehen auch andere. Ne? Also hier geht es wirklich auch um die eigene Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, das zu sehen, anzunehmen und sich auch nicht, wenn du jetzt das Gefühl hast, warum geht mein Gegenüber hier oder er liegt hier anderen Reizen und sieht meine nicht. Dann wirklich hier auch mal so in sich gehen, dass man sich vielleicht selbst manchmal auch zu klein macht und dann das Gefühl hat, ich muss doch festhalten, was ich habe, damit es mir nicht davon läuft. Ne? Also das kann hier ein Thema dahinter sein. Und das Thema ist, dass du in deiner eigenen Persönlichkeit hier weiter reifen wirst. Das ist das Thema dahinter. Ja, ich hoffe, das Orakel der Sinne war für dich nützlich. Kommentiere gerne. Ich bin hier beim Orakel noch so ein bisschen am Finden, weil es ist so eine ganz, sage ich mal, neue Methodik. Es ist natürlich auch ein sehr intensives und großräumiges Thema und das in einem Orakel abzudecken, dass es trotzdem irgendwo stimmig ist, ist nicht so einfach. Darum wäre ich sehr über Feedback erfreut. Ja, gehen wir zum nächsten, wenn du dich hier für den Nephrit entschieden hast und wir schauen mal, was sich bei dir verbirgt. Wir haben hier einmal das Thema, wie steht es um die Romantik innerhalb der Liebe oder innerhalb der Beziehung? Und hier haben wir die drei der Kelche. Das bedeutet, die Romantik, die ist sehr, sehr üppig hier. Man sehnt sich unheimlich nach Romantik. Vielleicht seid ihr auch beide sehr, sehr große Romantiker. Man mag es, gemeinsam, sag ich mal, der Lust und der Hingabe zu frönen. Und ihr seht schon, also hier ist da im Bild noch rechts eine dritte Person. Ne? Und das wäre so das Thema. Hier ist vielleicht manchmal, auch wenn es alles wunderschön ist, wenn es nicht im gemeinsamen Einverständnis ist, hier ist vielleicht manchmal wirklich eine Person zu viel. Ja, also das kann auch ein Hinweis sein, dass man sich momentan in einer Dreierkonstellation befindet oder dass eine der Personen noch gebunden ist, noch nicht ganz frei, selbst wenn es Themen aus der Vergangenheit sind, wo Erinnerungen, Themen auch innerhalb der Beziehung hier immer noch in eure Verbindung reingetragen werden, irgendwelche Erinnerungen an eine frühere Beziehung. Also hier ist von der klassischen Konstellation her einfach einer noch zu viel. Und selbst wenn es nur im Gedankenkonstrukt ist, dass jemand gar nicht reell jemand noch hat. Oder du sehnst dich nach einer Person, die wirklich noch gebunden ist, die für dich aber irgendwo reizvoll ist. Ne? Aber die Romantik innerhalb dessen, dass man romantisch empfindet, ist in einem selbst sehr groß und auch in dem Gegenüber sehr groß. Ja? Und hier geht es halt rauszufinden, ja, ist hier wirklich noch jemand, wo das Ganze gefährden oder stören könnte. Ne? Das ist hier so das Thema dahinter. Gut, schauen wir in die nächste Karte. Ja, wie stellt man sich die Beziehung vor oder was passiert denn da? Und hier haben wir die Karte der Welt. Das ist ja die Karte der Auferstehung. Hier steht, es ist die Karte des Erwachens. Und hier sieht man eine Frau, die träumt und die sich entweder ihre perfektes Gegenüber erträumt. Also es kann bedeuten, dass du selber immer noch hoffst, dass dein Gegenüber sich ändern könnte. Das wäre hier einmal das Thema. Oder dass du wirklich sagst, diese Person ist für mich aber perfekt und dir vielleicht auch in Richtung Seelenpartner oder Seelenverbindung vorstellst, dass ihr wirklich hier perfekt harmoniert, aber du spürst, dass irgendetwas immer noch stört, ne? Dass irgendetwas nicht so richtig stimmig ist, nicht so richtig passig ist. Wenn es da niemand gibt, dann wäre es einfach die Vorstellung, dass du dir hier vielleicht auch sinnliche Dinge vorstellst mit einer gewissen Person. Ne? Das können auch diese Tagträume sein, dass man sich hier sinnliche Dinge vorstellt, ohne genau zu wissen,
ob es mit der Person überhaupt klappen könnte. Vielleicht ist die Person auch noch gebunden oder du stellst es dir halt einfach eine gewisse Person vor, ohne zu wissen, wer die Person überhaupt sein wird oder für dich da sein wird. Das Erwachen ist insofern spannend, weil es hier um eine innere Erweckung geht. Vielleicht auch eine innere Erweckung deiner eigenen romantischen Gefühle oder dass etwas ganz Neues hier in dir entstehen kann. Also dass es gerade auch sehr viel über die Sinnlichkeitsebene passiert. Wir gucken mal, welche Schatten gibt es. Das ist auch interessant. Und in den Schatten haben wir hier die 4 der Kelche. Ich habe vorhin schon gesagt, also diese Karten hier werden nicht klassisch gedeutet. Die haben teilweise eine völlig andere Bedeutung als im klassischen Tarot. Manchmal ist es gleich, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Schatten bedeutet hier, hier haben wir eine Frau, die Masken trägt. Ich zeige euch gleich dann noch die Karte. Und es geht hier wirklich mit den Schatten, dass man hier irgendwas verbirgt, dass man etwas vielleicht auch nicht zeigen will, vielleicht auch sich dem Gegenüber nicht richtig zeigen will, auch wenn einem vielleicht jemand den Hof macht, irgendwelche Gesten macht. Wir haben hier auch die Katze drauf, die klassische teilweise auch für Falschheit stehen kann. Also wir sehen normalerweise, dass es sehr hier um Verbindungen geht auf dem Bild, aber wir haben auch aufgeregte Vögel im Hintergrund, die zeigen, hier ist in einem etwas in Unruhe und nicht im Einklang. Ne? Also etwas beunruhigt dich und verfolgt dich vielleicht sogar bis in den Schlaf. Das können Albträume sein, das können erotische Träume sein. Es kann sein, dass du spürst, dass hier wirklich etwas nicht stimmt, hier vielleicht wirklich eine dritte Person mit im Spiel ist und das beunruhigt dich. Und du kannst diese ganzen Gesten, vielleicht der Romantik oder der, dass man dir den Hof macht, gar nicht richtig annehmen, weil du einfach spürst, dass hier etwas nicht ganz im Einklang ist, auch mit deinem Inneren nicht. Wir schauen mal weiter. Welche Fantasien sind vorherrschend? Und hier haben wir die Stärke drin und das zeigt uns oder zeigt hier im Bild, dass man hier etwas bezwingen möchte, dass man hier etwas schaffen möchte, aber auch vielleicht der Gedanke, dass man einfach selber bezwungen werden möchte. Und das in dem Sinne, dass man sich vielleicht einen ganz starken Partner oder Partnerin wünscht, wo man wirklich die volle Leidenschaft entfalten kann. Vielleicht konntest du in einer früheren Beziehung oder auch in etwas, wo du jetzt noch drin bist, deine Leidenschaft nicht voll rauslassen, musstest die Leidenschaft in die Träume geben, warst aber dann misstrauisch, wenn etwas passiert ist, weil du irgendwie spürst, dass hier eine Blockade, ne? Also dieses Dritte, das sehe ich so wie als Blockade, wo hier reinspielt, dass das, was eigentlich stattfinden sollte oder schön sein sollte, nicht so empfunden werden kann oder nicht so sein kann. Und im Grunde genommen möchte man sich in dieser Stärke, bedeutet jetzt im Erotischen, man möchte sich vollkommen fallen lassen können. Und das kann man nicht. Also vollkommen loslassen. Ne? Also um eine schöne Sexualität zu leben, ist es ja ganz wichtig, dass sich beide Partner vollkommen hingeben können. Und wenn man da einen Störfaktor drin hat, dann funktioniert das nicht richtig. Dann wirkt es im Kopf auch wie eine Bremse nach. Man merkt, hier läuft irgendwas nicht richtig. Okay, wir gucken, was wird passieren oder was wird geschehen, wie wird es weitergehen. Und hier haben wir die Prinzessin der Schwerter drin. Ja, und die Schwertkraft sagt halt, hier wird schon irgendetwas durchtrennt, hier muss irgendwas gelöst werden. Ne? Also sei es, wenn es wirklich eine Dreieckskonstellation ist, dass die Person sich trennen wird oder dass man sich lösen wird oder dass du selber dich löst. Weil hier nimmt sie es ja auch in die Hand. Ne? Und mit den feuerroten Haaren zeigt ja auch, wie hier, da ist ja auch ganz viel Rot drauf, dass man hier die Kraft, die Mut, den Mut hat, etwas zu lösen. Ne? Interessant ist auch hier die Katze rot dargestellt ist, die ja dieses Notsignal ist. Ne? Rot ist auch immer eine Signalfarbe, aber auch die Feuerfarbe, dass man etwas in die Hand nimmt, dass man mutig ist. Ne? Also du wirst hier mutig werden, mutig für deine Leidenschaften einzustehen, mutig hier auch Tricks oder Täuschungen zu zerschlagen. Ja? Und hier sind auch wieder die Vögel drauf. Also dein Gespür innerlich, dass irgendwas nicht stimmt, trügt dich nicht. Hier ist irgendwas am Ablaufen, wo dich auch in deiner Stärke und in deinem Fallen lassen können, bremst.
Ja, also sehr, sehr spannendes Orakel. Ich habe eben schon gesagt, ich lote dieses Orakel eben neu aus, was, wie ich es mache, wie ich es gestalte oder was ich als Themen reinnehme, weil, wie gesagt, dieses Thema sehr, sehr komplex ist und das in ein Orakel zu packen nicht so einfach. Darum freue ich mich unheimlich, wenn ich hier Feedbacks dazu bekomme, ne? Wie das angekommen ist, was man sich vielleicht wünschen würde, rein von der Gestaltung her, ne? Okay. Und natürlich auch von dem, was gepasst hat. Gut, danke fürs Zuhören. Jetzt gehen wir zum letzten, wenn du dich hier für den Rosenquarz entschieden hast, und wir gucken bei dir mal rein, was sich hier zeigt. Also wir haben hier das Thema, wie steht es um die Romantik in der Liebebeziehung? Ich möchte vorweg sagen, diese Karten werden etwas anders gedeutet wie das klassische Tarot. Wir gehen hier wirklich auch in die Bilder rein und in die Symboliken, weil die so nicht übereinstimmen, bis auf wenige Bilder. Also Romantik und in der Liebe oder in der Beziehung. Und hier haben wir die drei der Schwerter. Ja, wie das Thema Romantik ist momentan von Schmerz getragen. Also dieses Thema ist hier von Schmerz durchbohrt. Das heißt, dass Romantik hier momentan entweder nicht gelebt wird, weil man noch in Trauer ist, weil man vielleicht auch verlassen oder zurückgestoßen wurde und dass man jetzt hier praktisch immer noch diesen Schmerz hier mit sich trägt und vielleicht auch mit sich trägt in neue Verbindung oder in ein Treffen, oder du hast eine Person, die sich noch nicht ganz zu dir bekennt. Wir haben hier wie ein Gefängnis, wo sie drauf schaut mit den ganzen Gittern, und hier ist man irgendwie weggesperrt, man kommt nicht richtig ran an das schöne Gefühl der Romantik. Und vielleicht hat dich auch jemand tief verletzt und du kannst diese romantischen Gefühle gar nicht spüren, selbst wenn ihr zusammen seid. Oder die Person muss immer wieder gehen, kann gar nicht bei dir bleiben. Und dann ist jedes Treffen, jedes Zusammensein, jedes Sehen, selbst wenn ihr euch nur seht, bittersüß, ne? Also hier ist die Bittersüße drin in der Romantik. So süß etwas sein kann, so bitter kann es gleichzeitig sein. Ja? Wir gucken mal in das nächste Thema rein. Wie stellt man sich eine Beziehung vor oder was passiert da? Und hier haben wir die vier der Münzen. Und wir sehen da eine Frau, die ziemlich viel leisten will. Und sie versucht alles, dass es irgendwie funktioniert und dass sie es irgendwie hier jonglieren und managen kann. Und sie verzettelt sich, sie schafft es nicht. Eins ist gefallen und sie will es noch irgendwie wieder hochholen und muss dabei aufpassen, dass das, was sie hier noch auf dem Kopf trägt, nicht verliert. Ne? Und das bedeutet, dass in dir schon so ein Bild drin ist, ich muss hier alles handeln und muss hier irgendwie alles managen. Und du merkst selber, so stellt man sich eigentlich keine Beziehung vor. Eine Beziehung stellt man sich romantisch und schön und vielleicht irgendwie anders vor, ne? Gemeinschaftlicher. Und hier ist so alle Last auf dir. Ich muss alles irgendwie managen. Ich muss alles irgendwie handeln und ich verzettel mich hier gnadenlos, ne? Also es funktioniert so nicht. Und das ist auch mit diesen Gittern. Etwas funktioniert hier tatsächlich nicht. Gut. Also in dem Falle nicht gut. Aber wir schauen weiter. Gibt es Schatten? Welche Schatten gibt es? Und hier haben wir die 9 der Kelche. Und die 9 der Kelche ist, man unterliegt dem Genuss. Man unterliegt den Gelüsten. Man unterliegt der Verführung des Genusses. Also man will hier endlos genießen. Und das Genießen bedeutet Schmerz. Das, was man genießen will, klappt so nicht. Und es bedeutet Schmerz. Bedeutet tiefen, tiefen Schmerz. Und man sieht, selbst wenn dieser Mann, ich schaue mir gerade mal das Bild an, bei ihr ist, sie wirkt von ihrem Blick her überhaupt nicht glücklich. Obwohl man sich hier hingeben könnte, beide tragen wiederum Masken, zeigen sich nicht offen. Und die Täubchen, die hier da sind, die auch vom Nektar naschen.
Also man sieht innerhalb dieses Genießen-Wollens funktioniert es nicht. Ne? Man ist irgendwie auch gehemmt, vielleicht eingeschränkt, nicht vollkommen losgelöst. Und hier sind Schatten, die hier wieder auf dieses Eingesperrtsein, also dass jemand sich hier nicht vollkommen zum anderen bekennt und es ein unendlicher Schmerz macht, macht es unheimlich schwer, liebe Gefühle genießen zu können, losgelöst zu sein miteinander. Irgendetwas stockt hier. Irgendeiner muss sich hier ständig übernehmen. Wir gucken mal, ob es Fantasien gibt, die vorherrschend sind, etwas, wo man gerne ausprobieren will, wo man gerne erleben möchte, was hier die Karten zeigen. Und hier ist das Thema das Rad, und das ist klassisch eigentlich das Schicksalsrad, dass alles halt irgendwo in Bewegung ist. Aber gleichzeitig kann Schicksalsrad auch Karma bedeuten, irgendetwas belastet hier zu tief. Und wir sehen hier sehr, sehr viele Damen drauf, ne? Und es kann wirklich bedeuten, dass das Thema, das hier belastet ist, ist die Vergangenheit. Dass hier etwas aus der Vergangenheit einen hier immer wieder einen Schmerz einholt. Entweder also hier sind wirklich viele Damen drauf, dass hier die Person, sage ich mal, ein umfangreiches Vorleben hatte, wo man das Gefühl hat, man kann selber so gar nicht richtig mithalten, man kann nicht Schritt halten, man kann das nicht richtig genießen oder dass die Person einfach sich hier wirklich verzettelt, nicht richtig festlegt, nicht losgelöst sein oder dass man wirklich sich auch vor seiner eigenen Sinnlichkeit verschließt und die gar nicht richtig so loslösen kann, ja, weil man nicht genießen kann letzten Endes, weil man immer wieder in diesen Schmerz reinfällt. Ne? Und das ist hier so das Thema dahinter. Und dieses Thema verhindert natürlich das Ausleben dieser inneren Fantasien. Ne? Und wir sehen hier auch eine Frau, die sich im Spiegel anguckt. Hier ist unheimlich so auch das Thema drin. Vielleicht werde ich nicht hübsch genug wahrgenommen oder ich muss perfekter sein, dass mein Gegenüber mich schön findet. Also auch dieses Thema, diese Fantasien. Fantasien sind nicht immer nur nützlich, ne? Fantasien können uns auch bremsen, Fantasien können uns auch was vorgaukeln. Und diese Fantasie kann hier vorherrschend sein, dass man wirklich das Gefühl hat, kann ich denn überhaupt der Person vollständig genügen? Vielleicht gibt die Person auch Anlass dazu, ne? Durch diesen Schmerz, dass du das Gefühl hast, ich kann der Person nicht vollständig genügen, die Person braucht immer eine Abwechslung oder sind da noch andere im Spiel. Ich muss mich wirklich anstrengen, schön sein, schlank sein, besonders sein, alle möglichen Fantasien. Ich kann ja nicht alle aufzählen, was auch immer dahinter stehen kann, um hier zu genügen. Und es ist hier mit dem Rad so auch das Thema einer Vollkommenheit dahinter, ne? Wo man das Gefühl hat, die erreiche ich nie. Okay, was wird passieren? Wir haben hier das Thema dahinter, was geschehen kann. Und hier geht es um die Lovers, ne? Das geht hier um die Liebenden. Also es geht hier um die Liebe, es geht hier um die Partnerschaft. Und mir kommt jetzt hier so rein, wie wenn das alles durch die echte Liebe, also du wirst hier geführt, beschützt, dass alles unbedeutend werden wird, ne? Dass alles zweitrangig werden wird, dass der Schmerz vergeht, dass du genießen kannst, dass du nicht das Gefühl hast, ich muss hier einen Wettlauf mich reingeben. Dieses Rad kann ja auch so ein Wettlauf sein mit der Zeit, wo man sagt, ach, ich habe vielleicht schon ein gewisses Alter erreicht, ich schaffe das alles nicht mehr so, vielleicht die ersten Falten kommen. Ne? Also dieses ganze Thema, wo man so im Wettlauf mit der Zeit geht, kommt mir hier gerade rein, dass du das alles, dass hier eine Belohnung auf dich wartet. Also schaffen, wenn ich sage, dass du wirst das alles schaffen. Nein, vielleicht, du wirst diese alten Themen, diesen Schmerz überwinden, ist vielleicht das bessere Wort. Du wirst das alles überwinden und am Ende bleibt die Entscheidung für die Liebe und zwar für die richtige Liebe. Ob das jetzt diese Person ist, wo du merkst, da wird
alles, was zu viel wird, losgelassen. Ich spüre auch was ganz Neues. Also hier läuft etwas rein, wo etwas sich vollkommen erneuern wird. Und es wird dann Liebe sein, weil hier ist sehr, sehr viel Leid und Anstrengung drin. Ne? Innerhalb, wenn es wirklich hier um Liebe, Lust und Leidenschaften geht. Ja, ich hoffe, dass das Orakel auch für dich nützlich war. Und habe es eben schon angesprochen, ich bin hier noch so ein bisschen am Austarieren, wie man das Orakel am besten gestalten kann, weil es natürlich sehr, sehr umfangreich ist von der Thematik her, was hier alles mit reinspielen kann und für ein Orakel halt wirklich sehr weiträumig. Ne? Man möchte ja, wenn es jetzt persönlich ist, dass man da reinschaut, dann kann man viel spezifischer noch werden. Und darum bin ich da noch so am Gucken, dass es natürlich für euch dann auch nützlich ist. Und darum freue ich mich sehr, sehr über Feedback oder auch Anregungen zu diesem Orakel hier. Weil es geht ja auch darum, ob ich diese Orakelreihe, das Orakel der Sinne fortsetze, ne? Oder durch was anderes ersetze. Also, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gerne schau auch in meine anderen Orakel rein oder lass ein nettes Abo hier auf meinem Kanal. Und solltest du mal Lust auf eine persönliche Beratung haben, dann schau einfach mal auf www.seelenkissen.com vorbei. Ganz liebe Grüße, eure Dani. Tschüss.